Hallo meine Lieben, heute möchte ich in diesem Video auf einen Glaubenssatz eingehen. Dieser Glaubenssatz führt dazu, dass wir, ohne jetzt darauf stark achten zu müssen, was wir essen und wie viel wir uns bewegen, halt abnehmen, unser Gewicht dauerhaft halten können, fitter sind und auch glücklicher. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, welcher Glaubenssatz ist das denn? In meiner Arbeit ist es so, dass ich natürlich mit vielen, vielen Menschen jetzt in der Langzeit, wo ich schon mit Menschen mit Übergewicht arbeite, halt oft die gleichen Momente habe und die Situationen oft gleich sind. Natürlich sind die Kunden und Geschichten der Menschen immer anders und jeder hat so seinen anderen Rucksack, den er trägt, aber es sind ganz viele gemeinsame Punkte. Ein Punkt davon ist, dass man sich selbst nicht gut genug findet. Dass man immer denkt, ich bin nicht gut genug, die anderen sind besser. Und dieser negative Glaubenssatz, der uns natürlich auch hemmt und der uns blockiert, deshalb ist es auch ein blockierender Glaubenssatz, führt dazu, dass wir unser Leben lang kämpfen, gut genug zu sein, um Leuten zu gefallen, dass wir gemögt, also dass man uns mag, dass man uns liebt. Wir kämpfen. Und dieses Kämpfen ist anstrengend. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man nie von allen gemocht wird oder dass man nie von allen hört, dass man gut ist oder dass man genauso, wie man ist, gut ist. Wenn man 10 Leute hat, dann muss man 10-mal unterschiedlich sein und was 10-mal was Unterschiedliches machen, damit alle einen gut finden. Und das ist auf Dauer schwierig, weil man ist dann ja nicht man selber. Und in meiner Arbeit mit Menschen, die abnehmen wollen, und das ist jetzt auch nicht immer so, dass es jetzt sehr, es sind natürlich Menschen mit viel Übergewicht, aber es geht auch um Menschen mit weniger Übergewicht, die halt einfach auch nicht gut genug sind, zu sich nicht gut genug sind, viel arbeiten, nicht auf sich achten. Da geht es nicht immer nur um Gewicht, sondern es geht ja auch darum, gesund zu bleiben, körperlich und geistig. Und wenn wir die ganze Zeit kämpfen, um gut genug zu sein, weil wir selber nicht spüren, dass wir gut genug sind, dann ist das anstrengend. Und dann haben wir immer Situationen, wo wir uns halt immer um andere kümmern, immer alles versuchen, anderen zurechtzumachen, damit wir geliebt werden. Und leider ist es so, solange wir versuchen, dass wir geliebt werden, krampfhaft, werden wir immer wieder Rückschritte haben und werden wir immer wieder auch Rückschläge haben. Deshalb eine Lösung dafür. Die Lösung ist, sich selbst zu lieben und selber zu wissen, dass man gut genug ist, so wie man ist. Und das ist der Glaubenssatz. Ich bin gut, so wie ich bin. Oder ich bin gut genug, so wie ich bin. Ja, da muss sich jeder seinen Glaubenssatz selber formulieren. Im Endeffekt muss er nur klar machen, dass du, so wie du bist, gut bist. Und du musst keinem irgendwas zurecht machen und du musst auch keinen zwingen, dich lieb zu haben. Und du musst auch keinen Kopfstand machen und alles machen, dich um deine ganze Familie kümmern. Immer derjenige sein, der sich um alles kümmert. Immer versucht, die Familie zusammenzuhalten, die Freunde zusammenzuhalten. Alles tut und macht und macht und macht und sich dabei vergisst. Und wenn man mal beobachtet hat, hört sich jetzt wirklich doof an. Aber wenn man Menschen, meistens sind es Frauen, in Berufen, wo sie sehr viel von sich geben, wo sie sich sehr viel um Menschen kümmern müssen, da gehen sie natürlich über ihre Arbeit hinaus. Meistens sind das Frauen mit Gewichtsproblemen. Krankenschwestern, ja halt Leute, die im sozialen Bereich tätig sind, weil die halt immer sehr viel von sich geben und wenig auf sich achten oder wenig auf sich selbst achten und sich und wirklich sagen, so hier ist meine Grenze, ich mache meine Arbeit, die mache ich gut und ich bin auch lieb und nett, so aber irgendwo ist hier meine Grenze und ich muss mich nicht tot arbeiten und ich muss nicht so über meine Grenzen gehen, nur damit man mir sagt, dass ich ein toller Mensch bin.
Das war eigentlich das Einzige, was ich euch sagen will. Ein Glaubenssatz nur. Dieser Glaubenssatz kann euch ganz, ganz viel helfen. Also kann euch kann dazu führen, wenn ihr den natürlich nicht nur 2-3 Mal sagt, sondern wenn ihr den ganz oft sagt, immer wieder sagt, bis ihr den spürt. Und wenn ihr diesen Glaubenssatz spürt, dann kann euch keiner mehr was. Dann kann einer ruhig mal hier so machen. Dann steht ihr immer wieder ganz gerade, weil ihr ganz genau wisst, dass ihr so, wie ihr seid, gut seid. Ne? Und wenn da Kritik kommt, okay, da kann ja einer auch Kritik äußern. Und vielleicht ist es ja auch richtig, dass man mal vielleicht eine Sache nicht ganz so richtig gemacht hat. Okay, auch gut, dann lernt man daraus. Aber die meisten Leute, die ich kenne und auch coache, die arbeiten so stark darauf hin und machen alles, um geliebt zu werden. Ne? Und natürlich kann sowas auch aus der Kindheit kommen, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht genug geliebt wurde von den Eltern, dass man nicht oft genug gehört hat, dass man toll ist, dass man ein besonderer Mensch ist, dass man wertvoll ist. Das kommt natürlich auch aus dieser Zeit. Und oft ist es auch so, dass man Sachen halt anders hört, dass man sagt, du bist nicht gut genug, du kannst das nicht, du kannst jenes nicht und ach, hätte ich dich mal nicht bekommen. Ne? So Sachen hört man. Und wenn man das nicht mitbekommen hat, dann muss man schauen, dass man sich das selbst aneignet. Denn man kann niemanden zwingen, dass man einen gern hat. Du kannst nur dich selber dazu bringen, dass du dich gern hast. Dass du fühlst, dass du genau so, wie du bist, genau richtig bist. Und mit diesem Gefühl hast du schon ganz, ganz viel geschafft. Und oft kommt das Essen oder ob das Essen ist oder ob die Flucht Essen ist, ob die Flucht Arbeit ist, ob die Flucht Sport ist. Es gibt ja tausend Sachen, die Leute machen, um wegzulaufen vor ihren Problemen. Versucht einfach, wenn ihr selber sagt, ich bin gut so, wie ich bin, dann kommt ja auch nicht mehr so oft in die Schwierigkeit, dass man sagt, boah, heute war ich da, die haben mich wieder alle so doof angeguckt und boah, ich bin jetzt, boah, die finden mich gar nicht gut und ja, ich esse jetzt mal was. Oder weil ich nicht gut genug bin, trinke ich jetzt mal was. Oder weil ich jetzt nicht gut genug bin, ach, dann mache ich irgendwas anderes. Und das ist das Einzige, was ich euch heute mitgeben wollte. Den Glaubenssatz, ich bin gut oder ich bin gut genug und ich bin genau so richtig, wie ich bin. So, und versucht diesen Glaubenssatz einfach mal wirklich jeden Tag laut zu sagen. Jeden Tag so 10, 20 Mal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr sagt, Silke, es hat jetzt Klick gemacht und ich bin nicht mehr so verkrampft und versuche jedem alles zurechtzumachen, damit ich geliebt werde. Ich weiß, dass ich geliebt werde. Erstmal von mir. Und wenn du dich selber liebst, dann lieben dich die anderen auch. Ganz von alleine, ohne dass du daran arbeiten musst. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Und ich freue mich natürlich immer über einen Daumen oder über einen Kommentar von euch. Und wenn ihr natürlich meinen Kanal abonniert. Ich wünsche euch alles Gute, eure Silke.